Ein herzliches Willkommen und einen ganz herzlichen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Freut uns und motiviert uns natürlich sehr, dass so ein großes Interesse an diesem Thema besteht. Und ich möchte zunächst mal, bevor ich auch noch ein paar Worte zu mir selbst spreche, mit einem Zitat einsteigen. Und zwar ist es vor einigen Wochen im Rahmen der Weltmeisterschaftsberichterstattung zu lesen gewesen, ein Zitat von Thomas Berthold. Ich hoffe, er sitzt jetzt nicht hier im Zuhörerraum und ist mir böse, dass ich ihn hier zitiere. Also er sagte, nein, ich sehe Götze vor Özil, dem fehlt einfach die Dynamik. Um ganz nach oben zu kommen, braucht man für die ersten Meter ein gewisses Tempo. Das hat er nicht und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Ausdauer kann man trainieren, aber Sprintkraft und Antrittsschnelligkeit sind eher natürliche Veranlagungen. Also ich möchte dieses Zitat jetzt zunächst mal unkommentiert so stehen lassen, die Frage mal im Raum stehen lassen, ob das wirklich und tatsächlich so ist, dass man als Messi oder Ronaldo geboren wird oder ob man wirklich diese Fähigkeiten bei einem Jugendspieler ausbilden kann, ob man die im fortgeschrittenen Alter noch ausbilden kann. Ich würde vorschlagen, dass wir mal ein kleines bisschen durch die Präsentation gehen und der Billy und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn wir im Anschluss an die Präsentation darüber auch diskutieren könnten, weil ist durchaus auch ein offenes Thema. Wir von unserer Seite haben im Prinzip den Ansatz, wenn Bruchteile von Sekunden über Meisterschaften und Millionen entscheiden können, dann sollte Schnelligkeit eigentlich nicht dem Zufall überlassen werden. Und für diese Thematik, dass Bruchteile von Sekunden wirklich das entscheidende Momentum ausmachen können, hätte ich mal eine kurze Frage an euch zum Einstieg als Zuhörer. Ein 5-Meter-Antritt, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Was ist eine gute 5-Meter-Zeit? Was ist eine gute 5-Meter-Zeit? Was sagt ihr? Was habt ihr vielleicht selbst schon gemessen? Was habt ihr für Werte gelesen? Ein 5-Meter-Antritt. 2-3 Sekunden höre ich hier vorne. 1,2. Eine glatte Sekunde. 0,6. Oh, da haben wir einen Spitzensprinter hier vorne. 0,6. Wäre ein Topwert. Also ich würde mal sagen, mit einer glatten Sekunde, ja, aus dem stehenden Start gemessen, haben wir eine sehr, sehr ordentliche 5-Meter-Zeit. Wenn man das jetzt mal mathematisch runterbricht, dann würde das bedeuten 1 Meter 2 Zehntel. 4 Zehntel, 6 Zehntel, 8 Zehntel, eine Sekunde. Kann man natürlich so präzise mathematisch nicht ausdrücken, weil ich habe eine Beschleunigungsphase drin. Aber worauf ich hinaus möchte, 2 Zehntel, 1 Meter. Das heißt, wenn es mir gelingt, meinen Spieler um 1 Zehntel zu verbessern, macht er einen 0,5 Meter Wett auf 5 Metern. Und das ist einfach so ein kleiner Einstieg, eine Messgröße, wo ich sage, es macht absolut Sinn, präzise an diesen Themen zu arbeiten und mit den Spielern entsprechend zu trainieren. Jetzt muss ich hier noch mal ein kleines Stückchen zurückspringen zu meiner eigenen persönlichen Vorstellung. Ich habe hier zum einen die Ausbildung als Sportwissenschaftler schon vor langen Jahren absolviert und komme im Prinzip vom Handball, bin Handballer A-Lizenztrainer, habe mich eben in dieser Funktion auch sehr intensiv mit den Themen Schnelligkeit, Wendigkeit, Agility, Explosivität, Handlungsschnelligkeit befasst. Jetzt ist es im Handball allerdings so, dass man den Kühlschrank nicht ganz so gut davon vollbekommt, wie das im Fußball oftmals der Fall ist. Das hat also auch mit zu meiner Firmengründung der Global Speed GmbH gehört. Wir sehen uns als technologie- und sportwissenschaftliches Unternehmen, sind hier in der Nähe von Mannheim in Heidelberg ansässig und sind im Wesentlichen für die Entwicklung des Speed Court bekannt. Haben insgesamt ein Konzept um diese Technikidee geschaffen, die eben zum einen Technikelemente miteinander verbindet. Das ist eine Datenbank dahinter, in die ich auch die Messwerte der Spieler eintragen kann, sehr schnell und einfach analysieren kann, in das ich auch gewisse Gerätschaften mit einbinde und eben eine gewisse Trainingsmethodik. Dieses Gesamtkonzept nennen wir SpeedLab. Und ich möchte ganz kurz hier mal eine Auswertung aus so einer SpeedLab-Thematik vorstellen, in der ich eben sehr schön auf einen Blick feststellen kann, mit einer etwa 45-minütigen Testung,
eines oder auch mehrerer Spieler, wie sich seine verschiedenen Schnelligkeitsleistungen darstellen, wie die sich zusammensetzen im linearen Sprintbereich, im multidirektionalen Bereich, im Sprungexplosivitätsbereich, kann ich eben mit den verschiedenen Messmethoden sehr schnell einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Spielers gewinnen. Und es würde mich dann auch später mal in der Diskussion interessieren, wie ihr mit euren Spielern verfahrt, was ihr für Messmöglichkeiten anwendet. Im Ausdauerbereich ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass die verschiedensten Ausdauertests gemacht werden, dass über die Laktattestungen mit herausgefiltert wird, wie sich die Spieler in Form befinden. Im Schnelligkeitsbereich bin ich da durchaus auch an eurem Input interessiert. Das hier wäre ein Beispiel für eine Längsschnittverfolgung. Ich kann aber über die Messwerte auch eben mitverfolgen, wie sich ein Spieler entwickelt. Das war jetzt hier für einen multidirektionalen Test, in dem man im Übrigen über die Messwerte auch sehr viel höhere Weiterentwicklungen und Verbesserungen feststellen kann, als es beim linearen Sprint der Fall ist. Das sind unsere Erfahrungen aus den Messwerten heraus. Damit ihr euch ein kleines bisschen eine Vorstellung machen könnt, wie so ein multidirektionaler Test aussieht, hier ein Videobeispiel von Ruud van Nistelrooy, noch in seiner Zeit bei Real Madrid, ist also aufgenommen im Leistungszentrum von Real Madrid. Er macht hier einen sogenannten Sternlauf, das heißt, die Software sagt ihm, du musst 20 Sekunden immer zur Mitte zurücklaufen und das per Zufall angezeigte Außenfeld anlaufen. Wir bekommen Messwerte auf jedem schwarzen Sensorfeld, auf die tausendstel Sekunde genau. Wir bekommen die Gesamtzeit bzw. die Anzahl der angelaufenen Sensoren. Und was ein interessanter Messwert ist, ich bekomme die Verweildauer auf dem Zentralfeld. Wie lange braucht er denn, bis er das nächste Feld erfasst hat? Also auch diese Situation, Wahrnehmung, Umsetzung und wieder Lösen vom Fleck. Eine ganz wichtige Komponente, denke ich auch, sowohl im Abwehrverhalten des Fußballspiels als auch im Angriffsverhalten. Gut, ein paar schnelle Referenzen, was wir bislang mit Fußballmannschaften, Vereinen oder auch anderen Institutionen zusammen gemacht haben, um so ein bisschen auch den Stalldunst des Fußballs mitzubringen. Die erste Einheit, Prototyp der Anlage seinerzeit bei Real Madrid, eine schöne große Anlage, auch mit Kunstrasen gestaltet bei Bayer Leverkusen. Zuletzt haben wir das Nachwuchsleistungszentrum von Red Bull Salzburg ausgestattet. Was mich freut, ist, dass wir mit Spielvereinigung Unterharing auch einen Drittligisten ausstatten durften, aber beispielsweise auch das Deutsche Fußballinternat in Bad Aibling. Mir ist jetzt im Prinzip wichtig, mal wirklich in die Praxis auch mit euch reinzuschauen und ein paar Situationen aus der WM zu betrachten, bei denen die Thematik Richtungswechsel, Handlungsschnelligkeit eine ganz zentrale Komponente war. Also hier aus dem Spiel Deutschland gegen Portugal, situativ entschieden, kurze Abstoppbewegung, der Hackentrick, der Pass, der dann zu Götze, zu der Elfmetersituation führt. Auch wieder angenommen, ganz schnelle Drehung auf der Stelle. Und im Prinzip, wir haben das rauf und runter recherchiert. Du hast ja in jedem Spiel hunderte Situationen, wo ein kurzer Antritt, eine kurze Drehung, ein schneller Richtungswechsel den entscheidenden Vorteil bringt. Ich hoffe, dass das die weiteren Beispiele auch entsprechend klar machen. Auch wieder aus dem Portugal-Spiel. Aber das muss man einfach einmal gezeigt haben. Das ist natürlich schon eine zentrale Komponente, also dieser 5, 10, 20 Meter Bereich im Fußball. Da sind natürlich schon nach enorme Vorteile rauszuholen, wenn du, wie eingangs geschildert, einen halben Meter früher am Ball bist. Ja. Jetzt können wir natürlich im athletischen Bereich, im Schnelligkeitsbereich nicht dafür sorgen, dass der Spieler den Ball auch reinmacht ins Tor. Da seid dann ihr als Fußball-Headcoaches verantwortlich dafür. Aber ihn in die Lage zu versetzen, entsprechend frühzeitig am Ball zu sein, das kann die entscheidende Komponente sein. Ich bin im Prinzip schon mit der Einleitung, mit den praktischen Beispielen am Ende angelangt. Habe hier noch so eine kleine Abschlussfolie als Übergang für den Billy mit drin. Das ist auch so ein bisschen unser Credo, wenn es uns also gelingt, die Spieler so schnell zu machen, wie das Muhammad Ali seinerzeit von sich behauptet hat, dann haben wir alles richtig gemacht. Jetzt muss ich aber auch noch sagen, auch ein ganz wichtiger Übergang zum Billy. Ich stehe hier vorne als Handballtrainer und will euch Fußballweltmeistern was vom Pferd erzählen. Die haben jetzt gerade die Qualifikation für die WM geschenkt bekommen. Ihr seid hier Fußballweltmeister und Experten. Deswegen habe ich
einen weiteren Experten, den Professor Billy Sperlich, mit an Bord, der euch sehr viele interessante Aspekte zum Thema Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit auch aufzeigen wird, mit sehr interessanten Forschungsergebnissen auch. Also vielen Dank mal soweit und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Ja, Frank, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich fange direkt als Wissenschaftler mit Zahlen an. Für diejenigen, die die offiziellen FIFA-Kenndaten vom Finalspiel noch nicht kennen, wenn man hier mal das Augenmerk auf die zurückgelegten Distanzen zurücklegt, dann sind wir so gut im zweistelligen Bereich. Von den Sprints, die absolviert wurden, da ist immer so ein bisschen das Problem, wie wertet man Sprints, wie lang müssen die Sprints sein, wie sehen die aus, aber nichtsdestotrotz, wir liegen so im Bereich über 20 Sprints im Finale, hängt natürlich auch von der Spiel- oder von der Einsatzdauer ab, mit einer Topgeschwindigkeit von 31 km/h. Ich habe mich dann gefragt, so okay, das ist jetzt ein repräsentatives Spiel, so wie man das in vielen Spielanalysen kennt, was sagen die Daten? Bank oder die Datenbänke da dazu und wie man oder als Wissenschaftler erstmal rangeht, geht man an sehr seriöse Datenbänke. Die Bild-Zeitschrift oder Bild.de vielmehr hat für die Bundesliga-Saison von Bayern-Spieler die Werte einmal präsentiert. Da liegen wir deutlich darunter von den Laufdistanzen, von den Geschwindigkeiten her liegen wir auch darunter. So ein bisschen die Frage, wieso sind die Daten im Finalspiel mit einer relativ hohen Ermüdung ein bisschen anders als Bundesligaspiele, aber da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, aber auch hier wird relativ viel gesprintet. Wir könnten jetzt noch viel, viel mehr Spielanalysen uns ansehen, es hängt davon ab, sind die GPS-basiert erhoben worden, sind die Video-basiert erhoben worden. Das, was derzeit so eines der neuesten in den Spielanalysen wissenschaftlichen Veröffentlichung ist von der Saarbrückner Gruppe, die sich sämtliche Bundesligaspiele, meine ich, der vorletzten Bundesligasaison angeschaut hatten. Da erhält man eigentlich eine ganz oder eine relativ gute Zusammenfassung. Ich bringe die einfach mal mit. Je nach Analyse kann man sagen, es wird mehr oder weniger oft gesprintet. Das hängt sicherlich von der Position ab, vom Spiel, von der Einsatzart. Richtungswechsel finden statt, aber sie sind von den Analysen, wenn man zumindest dieser Veröffentlichung Glauben schenkt, jetzt nicht so massiv wie geradeaus sprinten. Es wird relativ viel gesprungen und, was noch dazu kommt, es wird relativ viel rotiert, also mit Oberkörper-Drehbewegung dazu und das Ganze. Und die Laufdistanzen sind dementsprechend auch unterschiedlich mit jeweils oder bei jeweils 2x45 Minuten. Ich sage das ganz explizit 2x45 Minuten, weil das eigentlich mit der entsprechenden Pausenzeit kein wirklich konditionelles Problem sein sollte, die 90 Minuten auf einem relativ hohen Niveau zu absolvieren. Gehen wir in die Begrifflichkeit multidirektional. Ich habe Handlungen explizit rot markiert, das erkläre ich gleich weshalb. Also multidirektional gibt es eine relativ gute Übersicht dieser Grafik, im Englischen oder Angloamerikanischen als Agility bezeichnet, sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Also man hat einmal informationsaufnehmende Prozesse, man muss erstmal eine Situation erkennen, die hängt sicherlich davon ab, ob man schon mal in dieser Situation war. Also man muss schon eine gewisse Grunderfahrung mitbringen, man muss die Situation erkennen können, antizipieren und dann dementsprechend das Ganze motorisch nachher umsetzen. Also man hat erstmal so eine Sinneswahrnehmung, also eine aufnehmende Information auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was quasi in der motorischen Umsetzung dann nachher stattfindet. Ich möchte nicht zu sehr auf die linke Seite gehen, weil die tatsächlich wissenschaftlich nicht so einfach zu greifen ist. Die ist auch nicht so trivial, dann nachher bei den Trainingsprozessen wirklich rauszukitzeln, ob da jemand besser wird oder nicht. Aber auf der Seite können wir relativ viel schon sagen, wie man multidirektionale, ich nenne es jetzt explizit Schnelligkeit, weniger jetzt Handlung, sondern multidirektionale Schnelligkeit, wie man die verbessern kann. Im Wesentlichen sind es drei Faktoren. Das ist einmal alles, was mit der Sprinttechnik oder Lauftechnik zusammenhängt. Ein ganz entscheidender Faktor. Es ist nicht der entscheidende Faktor, aber einer. Man muss geradeaus sprinten können.
Das ist ziemlich sicher und es gehören noch Muskeleigenschaften dazu, die wir sehr stark beeinflussen können. Also ich würde das Zitat vorhin von Frank, was er brachte, also man kann durchaus in der multidirektionalen Schnelligkeit einen Spieler schneller werden lassen, das ist nicht Gott gegeben, also da gibt es schon durchaus, insbesondere auf der Technikseite, Möglichkeiten, wie man Spielern helfen kann und auf den 5 Metern ein oder zwei Zehntel rausholen, ist definitiv kein Problem, man muss es nur mit gewissen Techniktricks und auch Trainingstricks bekommt man das hin. Gehen wir mal die 3 Faktoren durch. Also, wenn ich so als alter Leichtathlet an das Sprinten denke, also an wirklich das ganz stupide gerade Aussprinten, habe ich sehr, sehr viele Faktoren, die dementsprechend die maximale Laufgeschwindigkeit beeinflussen können. Im Wesentlichen hängt, so ist es definiert, Geschwindigkeit ist nichts anderes als die Schrittlänge mal die Schrittfrequenz. Wenn ich beides maximiere, läuft der Sprinter dementsprechend schneller. Jetzt kann ich an der Beinlänge relativ wenig ändern. Ich kann aber durchaus die Schrittlänge verändern. Ganz klassisch, da sehe ich durchaus auch Handlungsbedarf bei dem einen oder anderen Spieler, so mit denen ich es zu tun habe, ist sicherlich alles, was Beweglichkeitstraining anbelangt. Wenn ich halt einen Schritt 5 cm länger setze oder 10 cm länger setze bei der gleichen Frequenz, dann ist der Spieler dann dementsprechend auch schneller. Alles, was mit Krafttraining zu tun hat, da gehe ich gleich nochmal spezieller drauf ein. Anthropometrische Eigenschaften, also wir wissen, dass beispielsweise bei Ausdauerläufern durchaus die Wadengeometrien Einfluss hat auf Ausdauerleistung, was aber gar nicht so sehr bei den Sprintern der Fall ist. Also man kann durchaus, sagen wir mal, hebeltechnisch sehr ungünstige Sprinter haben, die eine relativ große Muskelmasse im Wadenbereich haben. Also das scheint kein wirklicher, zumindest bei den Top-Sprintern, kein wirklicher Einflussfaktor zu sein, bei Ausdauerathleten sehr wohl. Das, was mit alles, was mit Stoffwechselprozessen zu tun hat, auch das können wir beeinflussen, da komme ich gleich noch drauf. Das Gleiche auf der Schrittfrequenzseite, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Das sind sicherlich sehr stark neuronale Prozesse, die man ändern kann, wo die, sage ich mal, die Trainingslehre uns da relativ viele gute Möglichkeiten gibt, dementsprechend die Schrittlänge im Sprint und die Schrittfrequenz positiv zu beeinflussen. Jetzt für die Praxis. Es gibt Untersuchungen, sicherlich kennen Sie ähnliche Daten oder haben es schon mal vermutet, dass wenn man geradeaus Sprinten mit einem Zickzack-Sprint miteinander vergleicht, dann sind die Korrelate, sagen wir mal, relativ mau. Heißt, wenn ich im Geradeaussprinten, wo haben wir es? Geradeaussprinten ist da. Im Geradeaussprinten das vergleiche mit einem Zickzack-Sprint auf 5 Meter, korrelieren die Werte lediglich mit 0,1, also de facto gar nicht. Das heißt, jemand, der 5 Meter sehr, sehr schnell geradeaus läuft, muss nur lange nicht in der Richtungsänderung auch ein guter Sprinter dementsprechend sein. Je länger die Sprintdistanzen werden, umso besser werden die Korrelate sein, aber sie sind bei weitem nie perfekt. Sodass man durchaus hinterfragen kann, woran liegt das denn eigentlich, dass derjenige, der gerade aussprintet, dann ein bisschen langsamer ist, eventuell, wenn es dann nachher zickzack zur Sache geht. Also erstmal für uns als Einfazit, Fähigkeit gerade aussprinten ist wichtig und ist auch für multidirektionale Schnelligkeit wichtig, aber es ist sicherlich nicht der entscheidende Faktor. Die Konditionstrainer hier im Raum werden dann fragen, hilft Krafttraining für multidirektionale Schnelligkeit? Ich bringe jetzt eine etwas erschlagende Grafik. Das sind Studien in der Vergangenheit, die versucht haben, mit speziellen Krafttrainingsmethoden multidirektionale Schnelligkeit zu verbessern. Wie sah das Ganze aus? Die haben Trainingseinheiten durchgeführt, 4-mal die Woche über 12 Wochen, 2-mal die Woche, 10 Wochen hinweg, 3-mal die Woche, 8 Wochen hinweg und so weiter. Man hat verschiedenste Formen von klassischem Krafttraining und anderen Kombinationsmöglichkeiten von Kraft- und Sprinttraining miteinander kombiniert und getestet wurde meistens in einem T-Test, Box-Test, aber noch einen L-Lauf und Shuttle-Run. Man hat sich vorher und nachher dementsprechend die Werte dann angeschaut und bei diesen Studien kommt man, zumindest wenn man die Effektstärkenkalkulation durchführt, sind es Studien ohne einen Effekt auf multidirektionale Schnelligkeit. Wie das in der Wissenschaft so ist oder im Sport, gibt es zu jeder Studie eine Gegenstudie. Das sind die Studien, die offensichtlich was gebracht haben. Ich
gehe die jetzt im Einzelnen durch. Ich fasse die einfach zusammen, was diese Studien anders gemacht haben als die Studien, die keine Effekte zeigten. Also es gibt doch einen Haufen, die auch zeigen, dass man durch ein Krafttraining auch multidirektionale Schnelligkeit verbessern kann. Warum ist es so? Studien ohne Effekte und Studien mit Effekte. Ich fasse es im Wesentlichen in 5 Punkte zusammen. Das, was sehr häufig durchgeführt wird, weil es vielleicht auch gewisserweise sicherer ist, weil man das vielleicht aus dem eigenen Krafttrainingsraum oder Fitnessraum kennt. Man nutzt klassisches Krafttraining, beispielsweise Squats, die vermeintlich dazu führen, dass eben Sprunghöhen zu verbessern sind. Man nutzt sehr häufig apparatives Krafttraining. Mittlerweile gibt es ja so einen, sagen wir mal, einen Schwung eher Richtung funktionelles Krafttraining. Und der Wissenschaftler, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bevorzuge eher klassisches Krafttraining, weil es viel standardisierbarer ist als ein funktionelles Krafttraining. Da weiß ich zumindest, wie viel Newton der Athlet dann schlussendlich dann auch bewegt hat. Und es ist für mich dann einfacher zu sagen, wie sich Trainingseffekte zusammensetzen. Also klassisch apparatives Krafttraining zeigte erstmal bei Krafttrainierten relativ wenig Einfluss auf Multidirektionalität. Woran liegt das? Es ist sehr häufig ein bilaterales Training durchgeführt. Also man macht ein Krafttraining mit beiden Beinen, man macht ein Sprungkrafttraining mit beiden Beinen, aber sobald es um Multidirektionalität geht, also sobald ich eine Richtungsänderung durchführe, sind wir zumindest unilateral. Also ein Bein wird bewegt und dann dementsprechend muss ich auch so trainieren. Die Bewegungsrichtung bei denen ohne Effekt sind meistens durchgeführt worden in vertikal-horizontaler Richtung. Also man hat ein Sprungkrafttraining eher nach oben gemacht und weniger nach vorn oder zur Seite. Also das als eines der wichtigen Faktoren. Und dann, was noch dazu kommt, das exzentrische Krafttraining ist dem konzentrischen Krafttraining bei weitem überlegen. Muss man vorsichtigerweise auch sagen, das sollte man dann auch mit Personen durchführen, die das erstmal gewohnt sind. Aber fassen wir es erstmal zusammen. Wenn ich Effekte haben möchte in multidirektionaler Richtung, dann sollte das einbeinig stattfinden und es sollte, wenn man es kann, exzentrisch dann durchgeführt werden. Ich bringe hier Krafttrainingsbeispiele, einfach deswegen, das ist jetzt ein Video, was derzeit massiv in Facebook beworben wird. Sicherlich haben Sie das über Ihre Kanäle auch schon erhalten. Also das sind so einbeinige Möglichkeiten, dementsprechend einseitig dann zu trainieren. Es gibt auch Studien, die nachweisen wollten oder versuchen wollten, ob das stärkere Bein, ob man dann eher dazu tendiert, in die eine Richtung besser sprinten zu können als in die andere. Statistisch ist da erstmal nichts zu holen, also es scheint auch ein gewisser Gewöhnungseffekt damit eine Rolle zu spielen. Also wenn man mit einem Bein etwas stärker ist als mit dem anderen, hat das auf die Richtungsänderung erstmal per se statistisch nachweislich erstmal keinen Einfluss. Ja, hilft denn multidirektionales Schnelligkeitstraining für multidirektionale Schnelligkeit? Ja, absolut. Und zwar, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Faktor. Also wenn ich multidirektional handeln möchte, muss ich dann dementsprechend auch multidirektional trainieren. Ich kann mit dem Krafttraining noch ein bisschen unterstützend wirken. Vorsicht, jetzt spricht der Wissenschaftler, die Effekte, die wir hier sehen bei den ganzen Studien, die Trainingsverbesserung könnten durchaus darin begründet sein, dass die Spieler das Testverfahren besser verstehen, dass sie die Abläufe, die Handlungsabläufe besser können und dann dementsprechend vermeintlich besser werden, obwohl sie vielleicht gar nicht besser geworden sind. Was hilft noch? Ich bin am Wochenende nochmal in die ganz, ganz neuen Daten, in die Datenbänke rein und habe mir ganz neue Daten noch rausgeholt. Hier eine deutsche Gruppe. Die sprechen sich dafür aus, bei multidirektionaler Handlungsschnelligkeit oder Change of Direction, Sprint Performance, dementsprechend ein langfristig angelegtes Krafttraining durchzuführen. Das ist auch so meine Wahrnehmung, dass man in der Vorbereitungsphase gewisse Trainingszeiten oder in gewissen Trainingszeiten Krafttraining dann durchführt und dann, wenn die Saison dann kommt, es so ein bisschen schleifen lässt. Also wenn man sich für das Krafttraining entscheidet, dann sollte man es dann auch wirklich tunlichst langfristig anlegen. Es gibt Studien, die forciertes Abbremsen favorisieren, also dass man ganz bewusst jetzt den Spieler nicht auslaufen lässt, sondern ganz abrupt abbremst und diese eben exzentrische Belastung dann dazu führt,
dass eben die multidirektionale Geschwindigkeit der Spieler dann dementsprechend zunimmt. Die Autorengruppe weist ausdrücklich nochmal darauf hin, dass es eher was für Personen ist, die dann dementsprechend ein gewisses Kraftniveau haben. Aber auch da kann man das relativ gut dann in das Training mit integrieren. Ich warte jetzt noch drauf, bis die ersten Studien kommen mit Gewichtswesten, gehe ich mal davon aus, wird wahrscheinlich kommen. Ob das orthopädisch sinnvoll ist, das können wir an einer anderen Stelle diskutieren. Ziemlich sicher ist man sich, wenn man also erstmal multidirektional sich verbessern möchte, dass man, wenn man Sprünge durchführt, dann sollten die eher nach vorn durchgeführt werden oder eher zur Seite durchgeführt werden und idealerweise auch einbeinig. Das scheint einen relativ großen Effekt zu haben. Viele von euch werden eventuell diesen Functional Movement Screen durchführen. Da ist man sich relativ einig, dass der relativ schwache Aussagekraft auf multidirektionale Schnelligkeit hat. Also es ist kein gutes Testverfahren, um eben Multidirektionalität, wenn man das so möchte, zu diagnostizieren. Was auch häufig gemacht wird und offensichtlich tatsächlich auch eine Relevanz hat, ist dynamische Stabilität. Also dynamisches Gleichgewicht scheint auch einen relativ großen Effekt zu haben auf Multidirektionalität. Da ist, sage ich mal, dem Training da eigentlich keine Grenze gesetzt. Wie kann multidirektionale Schnelligkeit Training aussehen? Das ist auch wieder ein derzeit sehr stark gehyptes Video, zumindest auf Facebook. Abruptes Abbremsen. Im Sand sicherlich eine andere Belastung als auf dem Fußballfeld. Für Fußballspieler erhält man relativ viel Fantasie, wenn man sich ans American Football wendet, wie man multidirektionale Fähigkeiten oder Fertigkeiten dann dementsprechend schulen kann. Also es gibt einige YouTube-Kanäle, wenn man Change of Direction eingibt, dann findet man schon was, aber es ist tatsächlich nicht so viel wie beispielsweise bei Ausdauertrainingsmethoden. Ich war ein bisschen erstaunt, dass es praktischerweise da relativ wenig dazu gibt. Wie hoch sind die Effekte, die man erwarten kann? Also in etwa in 8 bis 12 Wochen mit mal deutlichen Amateurspielern kann man, wie auch immer man multidirektionale Schnelligkeit nachher definiert, in etwa mit einer Verbesserung von, sagen wir mal, um die 5% kann man davon ausgehen, wenn man das Training durchführt, dass sich da auch was tun wird. Wie kann man multidirektionale Schnelligkeit messen? Es gibt sehr einfache Testverfahren. Es gibt T-Tests, es gibt L-Tests, es gibt Verfahren, die dauern bis zu 5 Sekunden, 5 bis 9 Sekunden, über 10 Sekunden. Es gibt manche Tests, die führen wirklich bis zur kompletten Ermüdung. Es gibt manche Tests, die sind mit Ball, die sind ohne Ball. Ich habe jetzt hier mal einen, der derzeit so eines der häufigsten Verfahren ist. Es ist der sogenannte Illinois Agility Test. Hier ist der Ablauf, da möchte ich auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Auch das ist im Internet zu finden. Einfache Zickzack-Tests, die man durchführen kann. All das führt im Endeffekt dann nachher dazu, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit hinten raus eine Zeit messe. Also oder bei manchen Sachen auch Laufdistanzen, aber meistens ist es die Zeit. Das Schöne an der Zeit ist, man erhält direkt ein Feedback für den Spieler. Der Nachteil ist aber, man erhält nicht den leistungslimitierenden Faktor. Wo kommt es her, dass der eine Spieler vielleicht langsamer ist als der andere? Da muss ich mir dann andere Testverfahren überlegen, die uns ein bisschen mehr Informationen geben, wie oder wo leistungslimitierende Faktoren sind. Der Frank hatte das schon vorgestellt, das ist zumindest ein Verfahren, was wir im Labor nutzen. Also wir haben jetzt hier einen Spieler, der ist, ich sage jetzt mal, auf diesem Diagnostikfeld oder Speedcourt dementsprechend trainiert worden. Da würde ich sagen, das ist ausbaufähig, es ist okay. Aber ich zeige gleich ein anderes Beispiel. Eine Klasse darunter, den man auch hat.
Ich nehme es direkt vorweg, wir mussten dem Spieler erstmal erklären, wie man clever dreht. Also wenn man das rechte Bein beispielsweise vorn hat, macht es keinen Sinn, sich nach rechts zu drehen, sondern erstmal nach links zu drehen. Und das sind so Handlungsanweisungen, die man mit Video relativ gut und schnell in den Griff kriegt. Also wir machen noch relativ viel mehr mit dem Testverfahren. Der Vorteil von dem Testverfahren ist eben das, dass wir auch noch die Kontaktzeiten erhalten. Also wir wissen, wie lange klebt der jeweilige Spieler quasi auf dieser Kontaktplatte. Und darüber kriegen wir Informationen, ob sich die Wendezeit sich verbessert oder nicht. Weil das, was zwischen den Platten passiert, ist reines Sprinten erstmal an der Stelle. Aber wie lange er auf dem Boden bleibt, also dieses Abstoppen, das Drehen und dann das Abdrücken, das kriegen wir erfasst. Und das ist relativ messstabil, da komme ich auch gleich noch drauf. Wie gut sind diese Tests? Sie sind, ich sage es vorweg, relativ okay bis mau. Für einen Wissenschaftler hätten wir ganz gern, ich möchte nicht zu sehr auf die Statistik eingehen, also eine Intra-Class Correlation würden wir ganz gerne als 1 haben. Also da scheint ein Testverfahren zu sein, was recht gut ist im Test-Retest. Ein Verfahren, was eher schlechter ist, und wir haben auch deutlich schlechtere Testverfahren, die liegen alle so im Mittel zwischen 0,8 bis 0,96. Das ist okay, könnte aber durchaus definitiv besser sein. Also für die Wissenschaft sind die manchmal nicht wirklich zu brauchen, weil sie einfach nicht messstabil sind. Für die Praxis ist es durchaus anwendbar, vor allem wenn man dann auch dem Spieler wirklich direkt eine Anweisung geben kann, pass auf, das Wenden, das findet so statt, oder das Abbremsen machst du eher besser so. Und das Beschleunigen eher so, dann ist es okay. Aber wenn man wirklich in dem Verlauf sich das anschauen möchte, können die Testverfahren tatsächlich nicht alle optimal sein. Der Vorteil von apparativen Möglichkeiten, gut, jetzt spricht auch wieder das Wissenschaftsherz, einfach deswegen, weil es hochstandardisiert ist. Man kann auch mit dem Diagnostikum beides machen. Man kann einerseits diagnostizieren und man kann andererseits trainieren. Man erhält auch ein direktes Feedback über die Datenbanksysteme, können sich die Spieler auch untereinander austauschen und man sieht, oh, der eine ist besser als der andere, der eine wendet vielleicht besser als der andere ist zwischen den Platten schneller, also man erhält ein relativ schnelles Feedback, und es ist auch kein Aufbau vonnöten. Man weiß, man ist sich ziemlich sicher, die Lichtschranken oder in dem Fall die Bodenkontaktplatten, die sind genau da, wo sie sein sollen. Bei Lichtschranken weiß man das manchmal nicht, zumindest nicht, wenn sie fest installiert sind. Man kann unterschiedlichste Programme absolvieren, das, was Frank vorhin andeutete. Man kann auch in die Handlungsschnelligkeit reingehen. Man kann dann mit einem Zufallsgenerator, weiß der Spieler teilweise gar nicht, wo muss er hinrennen, muss dann entscheiden. Mittlerweile gibt es noch Zusatztools, wo noch Rechenleistungen noch durchgeführt werden müssen. Also muss man auch die Platte 1 mit der Platte 2 addieren und dann dementsprechend woanders hinrennen. Und über die Aktion erhält man dann so ein bisschen auch die Reaktionszeiten, wie lange diese verarbeitenden Prozesse dann schlussendlich dann auch dauern. Das Schöne auch noch an den Platten ist, man erhält Tappingzeiten, also man erhält direkte Informationen, wie gut ist die Frequenz. Und dementsprechend, wenn man springen möchte, dann dementsprechend auch die Sprunghöhe, die mit ermittelt werden kann. Eine Richtung, die offensichtlich jetzt in der Wissenschaft immer mehr kommt, multidirektionale Schnelligkeit, da kennen wir an und für sich so größtenteils zumindest, was der physische Teil anbelangt, die leistungslimitierenden Faktoren. Ich würde noch nicht so ganz sagen auf der kognitiven Seite, aber zumindest auf der physischen Seite kennen wir die limitierenden Faktoren. Die nächsten Schritte wird sein, man sprintet ja nicht nur einmal, sondern man muss das Ganze auch wiederholt durchführen. Auch da gibt es leistungslimitierende Faktoren, die in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen werden, wenn man dann multidirektional dann dementsprechend trainiert. Ich sage es jetzt schon mal direkt vorweg, das wird so ein bisschen die Reise sein, dass man repeated, multidirektional dann dementsprechend das Training durchführt. Als Take-Home-Message: Wenn man multidirektionales Schnelligkeitstraining durchführt, wirkt erstmal multidirektionales Training. Das ist erstmal wichtig. Also man muss es erstmal machen. Das ist das Entscheidende. Sicherlich wird es durchgeführt, aber ob es in der Intensität durchgeführt wird, wie es vielleicht zu einer Trainingsanpassung kommen kann, das ist im Trainingsprozess ohne apparatives diagnostisches Mittel eigentlich so gut wie gar nicht möglich zu quantifizieren.
Wenn man Richtung Krafttraining geht, dann sollte das unilateral sein und es sollte eher in horizontale Richtung bzw. in laterale Richtung durchgeführt werden und das exzentrische Krafttraining beispielsweise mit Horizontalsprüngen oder mit Zusatzlasten hat sicherlich einen sehr, sehr großen Einflussfaktor auf diese Seite. Nochmal auf das eingehende Zitat einzugehen. Absolut, man kann Schnelligkeit trainieren. Das gerade Aussprinten, irgendwann mal ist man limitiert, ohne Zweifel. Aber bei multidirektionaler Handlungsfähigkeit habe ich alle diese Komponenten, die man beeinflussen kann. Und 0,2 Sekunden würde ich auf, je nachdem, was die Ausgangsgeschwindigkeit ist, ist absolut machbar. Sogar 0,3, 0,4 Sprünge sind machbar. Einfach indem man dem Spieler erklärt, wie er schon mal erstmal wenden muss, also wie man das biomechanisch am günstigsten durchführt, dann dementsprechend zu wenden. Eine Sache nebenbei, wir führen routinemäßig Augentests durch. Machen Sie das, schicken Sie Ihre Spieler zum Augenarzt, lassen Sie ihn auf Sehstärken, Tiefenwahrnehmung überprüfen. Wir fischen in der Regel pro Saison ungefähr 10-15% der Spieler raus, die, ich will nicht sagen blind sind, aber die zumindest, sage ich mal, in der Wahrnehmung, also in der direkten visuellen Wahrnehmung, Schwierigkeiten haben. Und wenn man eben in dem Bereich Fortschritte haben möchte, muss man erstmal den Ball sehen können. Ja, vielen Dank. Bei Fragen, meine E-Mail-Adresse ist oben präsentiert. Jederzeit per E-Mail bin ich erreichbar. Und ich glaube, wir freuen uns jetzt auf eine rege Diskussion. So ist das. Aus unserer Erfahrung heraus würde ich sagen, mit einer Trainingseinheit, viel mehr bleibt ja eh nicht, wenn du isoliert an den Themen arbeiten willst. Pro Woche über 6-8 Wochen kriegst du gute Messergebnisse. Also mal so als erste Grobeinschätzung. Vielleicht so die direkt limitierenden Faktoren, die wir immer messen. Also wir finden bei einem Drittel der Spieler immer muskuläre Disbalancen. Das ist jetzt die Frage, wo liegen die? Liegen die beim Beuger, beim Streckerverhältnis 2:1, liegen die bei 4:2, wie auch immer. Aber wenn es mal so auf 7:2 geht, dann würde ich schon sagen, okay, da kann man mal intervenieren und ich sag mal auch unter Verletzungsprophylaxe wird es durchaus Sinn machen, mal sich zu überlegen, was macht jetzt beispielsweise die Oberschenkelrückseite. Also das wären jetzt so ganz einfache Dinge, da kann man sofort intervenieren. Beweglichkeit, einfache Beweglichkeits-Screening-Tests durchzuführen. Ich meine, die Basketball-Liga hat das jetzt auch verpflichtend eingeführt, dass man ein Functional Movement Screening durchführt. Und dann, das macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn ich limitiert bin von der Schrittlänge her und das durch ein ganz einfaches Beweglichkeitstraining dann die 5 cm mehr raushole, dann ist bei gleicher Frequenz, muss er schneller sein. So, also es sind so ganz einfache Dinge, die man machen kann. Ich selber bin eher so im Kindes- und Jugendbereich tätig. Bei den Jugendlichen ist und bleibt das Krafttraining das Mittel der Wahl. Wenn man regelmäßig am Krafttraining dranbleibt, das individuell gestaltet und durchaus relativ zügig auch in ein Maximalkrafttraining reingeht und die Kinder und Jugendlichen relativ schnell daran gewöhnt, dann sind da durchaus sind Sprünge zu erwarten, definitiv. Ich kriege dann aus Trainerkreisen nochmal abschließend vielleicht zum Krafttraining eigenes Körpergewicht ist, macht keinen Sinn. Also es muss irgendwas Apparatives sein. Es gibt Muskelgruppen, da ist ein eigenes Körpergewicht einfach zu viel und für die Beine ist das eigene Körpergewicht meistens viel zu wenig. Also im Krafttrainingsbereich steckt noch extrem viel Potenzial. Mein Credo ist, wer mit Kindern und Jugendlichen es zu tun hat, versucht es hinzukriegen, eine Muskelgruppe, also das heißt jetzt Oberschenkel, Vorderseite, zweimal die Woche maximal, sei das eher über ein Kraftausdauertraining oder über ein Maximalkrafttraining, zu reizen. Kontinuierlich, am besten über mehrere Saisons. Ganz wichtige Ergänzung noch von meiner Seite, zum einen konkret zu deiner Frage. Haltet bei den Spielern auch ruhig mal eine Videokamera rein. Du brauchst nicht immer eine riesen Messapparatur. Selbst auf höchstem Niveau wirst du Technikdefizite feststellen im Richtungswechsel. Ja. Guck dir auch mal Spiele an, zeig mal den Spielern ihren eigenen Richtungswechsel. Da hast du eine Bewegung, kommt ein weiter Ball, der Abwehrspieler
geht nach dem Ball, dann kommt die Gegenbewegung, er muss drehen. Dann stellst du die Frage, warum dreht er nicht über den rechten Fuß und geht in die Richtung? Das wirst du ganz häufig beobachten. Der dreht dann plötzlich über den linken Fuß, ja, weil das sein Bevorzugter ist, vom Jugendalter an, verliert Zeit und Raum. Ja. Und das ist eben eine wichtige Ergänzung auch zu Billys Aussage von eben. Natürlich brauchst du einen Muskel, um die Bewegung auszuführen, aber die neuronale Ansteuerung, die Technik ist natürlich auch ganz wichtig. Deswegen würde ich immer eine Kombination auch empfehlen. Du brauchst einen Muskel, der es ausführt, aber der muss auch wissen, was er machen soll. Ja. Also wenn Sie sich an das Video erinnern von dem schlechten Spieler, der schlechte Spieler beispielsweise, der macht sowas. Der geht mit dem Fußballen erstmal auf, also der kommt hier an und möchte nach da weggehen. Der kommt erstmal mit dem Fußballen auf. Ideal wäre es, biomechanisch erstmal betrachtet. Er setzt mit dem ganzen Fuß erstmal auf, ist auch von der orthopädischen Seite her viel einfacher, weil das Überknicken mit einem nicht arretierten Fuß ist ja viel, viel größer als mit nur auf dem Fußballen. Tiefe Haltung, und aus der tiefen Haltung kann er dann dementsprechend sich dann bewegen. Das sind ganz einfache Dinge, die man machen kann. Die Tappings, das ist okay, aber mit einem reinen Teppichtraining ohne das Maximalkrafttraining im Hintergrund, weil ich den Sehnenbandapparat eben, der muss dementsprechend einfach steifer werden. Das kriege ich weniger durch ein Tapping-Training hin, als vielmehr durch ein maximales Krafttraining. Wir haben hier eben eine Aufstellung bzw. eine Nominierung der Speedcourts gesehen, die jetzt in Leverkusen sind, den ich schon selbst persönlich inspiziert habe, oder auch bei Real Madrid, wo man sonst noch diesen Speedcourt von Global Speed inspizieren kann bzw. selber Erfahrung sammeln kann. Ja. Also Eckart, zunächst mal vielen Dank für die Frage. Ich will es ganz kurz und knapp beantworten. Wir wurden im Vorfeld gebeten, das Product Placement oder wie man auf gut Deutsch sagt, die Schleichwerbung relativ knapp zu halten. Und ich hoffe, dass uns das auch sehr gelungen ist, dass es wirklich bis dato so war, dass das Fachthema im Vordergrund stand. Und deswegen würde ich einfach darum bitten, dass diejenigen von euch, die Interesse an der Technik haben, als solche, sich dann einfach heute im Anschluss an den Vortrag oder auch gerne morgen, wir sind morgen auch noch einen ganzen Tag hier, an uns wenden. Ihr trefft uns im Foyer und dann beantworten wir gerne alle ausführlichen Fragen. Zur Technik als solche möchte ich schon sagen, Ecki, ich habe das Ding als Sportwissenschaftler und Trainer mit Leidenschaft entwickelt. Und ich sage mal, die Anlage, insbesondere die wir in Leverkusen in die Bayarena integriert haben, auf Kunstrasenbasis, das ist schon ein Traum für Fußball. Ja, also da kann man sich gerne auch mal erkundigen, informieren. Da werden alle Richtungswechseltests, alle Leistungsdiagnostikdaten mit Fußballschuhen erhoben. Und das bringt schon eine enorme, interessante Vielfalt von Daten, nicht nur im Schnelligkeits-, auch im Therapiebereich. Und wie gesagt, zu diesem, ich sage jetzt mal kommerziellen Thema, fragt mich gerne anschließend die kommenden Tage und gerne aber auch weitere Fachfragen, ja, was die Thematik Handlungsschnelligkeit, Richtungswechsel und die athletischen Fähigkeiten dahinter betrifft. Ja. Also die Empfehlung ist ganz klar, kein Richtungswechsel mit Badelatschen. Ich deute die Frage mal in die Richtung, dass es schon auch einen Unterschied macht, ob ein Fußballspieler auf einem Hallensportboden diese Tests macht und ob die Transfermöglichkeit auf den Rasen gegeben ist. Natürlich ist der Idealfall, dass der Fußballspieler auf dem Naturrasen, den er über alles liebt, seine Tests auch macht. Dort habe ich aber immer einen relativ großen apparativen Aufbau, Lichtschranken hin, das her und so weiter und so fort. So eine stationäre Einrichtung ist eine feine Sache. Wir haben aus den Messwerten festgestellt, dass minimale Abweichungen im Kunstrasen zu den Messwerten auf dem Sportboden festzustellen sind. Die kannst du aber linear hochrechnen, kannst im Prinzip durchgängig, sage ich mal, 2 Zehntel mit draufschlagen, wenn du das möchtest. Ja? Und dann hast du im Prinzip wieder eine verlässliche Statistik. Ja? Aber nochmal, von Richtungswechsel und Sprints mit Badelatschen müssen wir als Experten dringend abraten. Dankeschön. Absolut. Ich bringe ein Beispiel. Meine Tochter lernt das Laufen. Steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin. Nichts anderes als supramaximales Krafttraining. Mehr ist es nicht. Die Problematik ist, wenn ich einen Jugendlichen habe, der mit 17, 18 mit Maximalkrafttraining konfrontiert wird, Vibrationstraining, Elektrostimulation, was es alles auf dem Markt gibt, und die wertvolle Zeit, die ich habe im Alter von 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, das Kraftniveau so aufzubauen, dass ich durchaus im C-Jugendalter auch davon ausgehen kann, ja, mit dem Kind, sofern, jetzt kommt's,
eine mentale Reife auch da ist, kann ich absolut mit dem Kind in den Krafttraining, also in den Kraftraum gehen. Würde ich auch jederzeit vor einem Training mit eigenem Körpergewicht jederzeit favorisieren. Ich möchte auch hier wieder, entschuldige bitte, noch eine schnelle Ergänzung anfügen. Also ich stimme Billy absolut zu. Es ist eine wichtige Komponente, das richtige Krafttraining im richtigen Zeitraum durchzuführen. Mein Credo, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Referenten mal so ein bisschen kontrovers diskutieren, ist, nehmt das Technikprogramm mit rein. Beim Deutschen Handballbund ist es so, dass die Jugendlichen schon im, ich sage jetzt mal transportiert, U15-Bereich mit dem Besenstiel zum Auswahllehrgang kommen sollen, um die Technik des Langhanteltrainings zu erlernen. Das ist eine wichtige Komponente, aber nur in Kombination mit dem entsprechenden Techniktraining. Ich glaube, da widersprechen wir uns nicht. Weil guckt euch an, was haben wir in der deutschen Handballnationalmannschaft? Solche Schränke, die können vor Kraft kaum laufen, aber so ein Thomas Müller, so ein Mesut Özil, den haben wir seit Jahren nicht mehr. Und woher kommt das? Ja? Also die Kombination macht das Techniktraining mit der entsprechenden Unterstützung des Krafttrainings. Das ist mein Credo. Ja. Vielleicht noch ganz abschließend, weil es so eines meiner wirklichen Steckenpferde ist. Die Begrifflichkeit Kräftigung ist ja auch blöd. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß, in der Leichtathletik haben wir die Diskussion auch. Da geht es dann darum, mache ich die Sit-Ups 20 Wiederholungen, mache ich die 30 Wiederholungen. Sobald ein Muskel über 15 Wiederholungen eine Übung durchführen kann, ist es ein Ausdauertraining, hat mit Krafttraining nichts mehr zu tun. Wenn ich den Muskel kräftiger werden lassen möchte, muss ich in den Bereich reingehen unter 15 Wiederholungen. Ich mache 15, es gibt 10, kann man auch machen, das ist egal. Hauptsache, man kommt nicht in den Bereich 30, 40, 50 Wiederholungen oder im schlimmsten Fall isometrische Krafttrainingsübungen, die 2, 3, 4, 5, 6 Minuten dauern. Das ist ein reines Ausdauertraining und hat mit dem Krafttraining, also mit dem kräftiger werden, nichts zu tun. Und wenn man diesen Switch hinbekommt, dann ist es ja noch gar kein Maximalkrafttraining. Wenn die Kinder das lernen, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, Squats, 10 Wiederholungen hinzubekommen, so dass der Muskel tatsächlich, dass sie nachher sagen, jo, das brennt, dann sind wir im richtigen Bereich. Und je frühzeitiger wir das machen mit geschickter Übungsauswahl, top. Und frühzeitig anfangen, weil das ist die größte Leistungsreserve, die wir derzeit haben. Ausdauer kann man hinten nach noch trainieren mit der Kraft. Fähigkeit und mit Technikkomponenten, da gebe ich im Fall völlig recht, kommt die Schnelligkeit mit, Ausdauer kann man dann danach noch mit trainieren. Mit Krafttraining direkt assoziiert, auch das Beweglichkeitstraining. Das darf ich da nicht vergessen bei der Nummer. Ja. Leider muss ich sagen, das ist eine Blackbox. Ich kann auch nicht sagen, ob es besser ist morgens oder abends in Kombination mit Ausdauertraining. Derzeit ist, so wie ich die Datenlage überblicken kann, ein Trend, Kraft- und Ausdauertraining voneinander zu trennen. Das liegt einfach darin, dass das, was ich mit Krafttraining biochemisch mir erarbeite, durch ein Ausdauertraining in Teilen wieder zunichte gemacht wird. Das ist das Einzige, was ich momentan relativ sicher sagen möchte. Wenn ihr euch für ein Krafttraining erstmal entscheidet, sollte es vom Ausdauertraining zeitlich gekoppelt sein. Bei Kindern vermutlich ungefähr 6 Stunden Minimum ein Unterschied dazwischen.